Captain Harris, ich bin wieder da. Hat er da gerade am Elektroschocker geschnüffelt? Ach, der geht. Was machst du? Ich bin schon weg. Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Schild des leuchtenden Adlers. Artefakt. Kehre zu Detective Harris in die Polizeiwache zurück. Abgeschlossen. Puh. Können wir die? Schade. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time. Ja, zumindest das. Nicht mit dem. Sergeant Yates. Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. Tolles Bild. Könnte nützlich sein, wenn ich mal ein Fahndungsfoto von dir brauche. Hashtag Recht und Ordnung. Ja, Stufe 6 Influencer. So, was können wir denn als nächstes machen? Was haben wir denn noch so an Aufträgen? Ach genau, für Mr. Adams die Aufnahmen. Die Katzen. Ich sprich mit Mr. Adams, haben wir... Genau, beim... beim Rathaus sollten wir ja Bilder aufhängen. Arschlord, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Arschlord? Komm zum Kuhnversteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Ja, wir kommen gleich. Sprich mit dem Kuhn im Kuhnversteck. Ah, okay, da haben wir das schon aufge... Ah, nee, wir sollten zum Gemeindezentrum. Beim Rathaus waren wir ja schon. Wir sollten das vielleicht alles in einer in einem Rutsch durchmachen. Nicht so alle paar Folgen nur. Wo sind wir überhaupt? Ach da. Wir müssen hier runter. Und ich erinnere mich noch an das House Park Stick of Truth Let's Play. Da konnten wir uns hier auf dem Basketballplatz noch teleportieren. Da war dann damals ein Shin Pokémon. Was haben wir denn so? Da ist eine Leiter. Ah, ja stimmt, wir waren hier ja schon mal drin. Aber hatten noch nicht die Aufgabe hierfür. Hänge Mr. Adams Kopfaufnahmen auf. 3 von 8. Die Latte-Typen mögen mich wirklich. Sie schätzen einiges von meinem eher intellektuellen Material. Das ist mir ganz schön Latte. Randy war hier. Können wir hier rein? Hier. Dass wir hier kein Gewisch kriegen, wenn wir über den... über das elektrifizierte Wasser laufen. Und ein Yaoi. Einer geht noch rein. Gute Arbeit mit der Yaoi-Jagd. Prüf deine Spielzeugkiste. Bis später. Und gib nicht alles auf einmal auf. Ah, dann müssen wir auf dem Weg nach Hause ja tatsächlich nochmal eben auf dem Weg zu Kuhn zu Hause anhalten. Ein Hotbot-Anzug und ein Hotbot-Helm. Okay, das können wir nicht wieder einschalten. Dann mal ab. Nein, wir gehen jetzt nicht nach Hause. Die Latte-Typen. Die Latte-Typen, das war... Wo war das?
War das da, wo wir auch PC Principal getroffen haben? Bei dem Café. Crunchy's Microbrew. Das ist bestimmt hier. Und jetzt möchte ich doch gerne mal eben wissen, was wir da noch bekommen haben. Oh ja. Nein. Och, das ist ja niedlich. Das passt doch irgendwie zu unserem Einhorn. Farben ändern. Ach, das ist der Gürtel. So. Und schön in Babyblau. Die Turbogeist-Handschuhe gefallen mir aber nicht so. Accessoires, ein Monokel. So, wo sollen wir das jetzt hinhängen? Keine Drinks für Minderjährige, sorry. Noch eine Runde, klar, wie du meinst. Nein. Okay, unterhalten möchte du er sich solltest nicht. Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Alle Menschen sollten freien Zugang zu Selfies haben. Hatten wir ihn nicht schon? Ja, den hatten wir schon. Boah, finde ich den ätzend. Müssen wir vielleicht hier hinten hin? Wo muss das Bild hin? Die Latte-Typen. Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause... Hopfen hemmt das Wachstum. Möchtest du klein... Du bist aber ein Mutiger, was du auch bist. Noch eine Runde? Alles klar. Ihn hatten wir auch schon. Die Latte-Typen. Was meinte er damit? Meinte er das? Ja, ich glaube nicht, dass er den Italiener meint. Altenheim? Fotodojo? Tacos? Skeeters Weinbar? Citywalk? Kevin Stoley's Haus? Was könnte er meinen? Begehrt. Ach! Ich bin so blöd. Wie heißt es so schön? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Mit dieser Erkenntnis gehen wir doch direkt mal zum richtigen Ort. Die Latte-Typen, das ist doch klar. Kaffee Latte. Von Nutzen sein? Ja, du kannst von behilflich sein. Furz nie auf jemandes Eier. Bitte schön. Die Latte-Typen. Tweak Bros. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Klar, warum nicht? Hatten wir den nicht? Doch. Ich bin ziemlich gut mit Jimbo und Ned befreundet, Kleiner. Haben zusammen eine Show über Waffensicherheit gemacht. Okay, Tweak ist noch nicht wieder da. Ich bin ja mal gespannt, wen wir als nächsten Verbündeten kriegen. Von Nutzen sein? Ja, du kannst von Nutzen sein. Jimbo. Jimbo ist hier. Ah, da haben wir direkt auch eine Schnellreise hin.
Bitteschön. Dankeschön. Nee, das ist der City Walk. Ah, da ist Jim Moos. Hallo, Ned. 5 von 8. Männer und die Frauen, die sie für Geld unterhalten, sind genau mein Ding, Kumpel. Die lieben meine lustigen Comedy-Show. Das Hippos. Das ist zu offensichtlich. Ich bin der schnellste in der Stadt. Der Kuhn ist das Produkt einer Beziehung zwischen einem Weltraum-Waschbären und einem Ich probiere alles mindestens einmal aus Tierheimangestellten. Wir sehen uns. Wer denkt sich so eine Ursprungsgeschichte aus? Haben wir Spaß? Nein, haben wir nicht. Ah, das war die falsche Furzkraft. Das ging mir jetzt viel zu schnell. Oder so. Wo willst du hin? Wir haben ein Date. Nein, haben wir nicht. Ich kenne dich doch gar nicht. Ach, deswegen ist hier der Tritt. Rein zufällig hängt hier auf einmal ein Fotoschnipsel von ihm. 6 von 8. Meine Show für 5- bis 10-Jährige ist tödlich gut. Kannst du meinen Ehrenplatz in der Grundschule be... Der Idiot kriegt von mir ein Zingy-Tingy-Faust-Sandwich. Ein was? So, Zeitglitch. Verdammt nochmal! Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur keinen Bock Kann auf euch. Von behilflich sein? Ja, du kannst behilflich sein. Bitteschön. Dankeschön. So, Grundschule. Ich wette, beim Anschlagbord hängt jetzt ein Fotoschnipsel von... Ja, da oben. Wo vorher natürlich keins hing. Jetzt hängt da ein Schnipsel von ihm. Kai, ich brauche mal deine Hilfe. Warum hat mir keiner gesagt, dass heute Superhelden-Kostümtag ist? Weil du kein Superheld bist. Bereit? Wow, wow. Nein, aber kann trotzdem losgehen. Danke, Kyle. 7 von 8. Moment, Kyle. Hollywood mag Natur, oder? Bringst du mich nach draußen? Direkt neben Wanderkarten und so? Die Wanderer werden staunen. So, jetzt können wir, Kyle. Startbereit! Okay, geschafft! Bis dann! Tschüssi! Meine Eltern ist er jetzt durchs Dach geflogen? So lustig! Ja, oh, das ist so witzig! Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Halt's Maul! Oh, hat der kleine Viertklässler Schiss? Nicht vor dir. Armes Baby! Ah, nee, hier sind wir falsch. Einmal hier durch? Mein ich? War die Anschlagtafel nicht hier? Oh, wir hatten eine Schnellreise dann gehabt. Nein, die Anschlagtafel war da nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist eine Unterhose, die da liegt. Nein! Wir kommen nicht an das letzte... Verbündeter noch nicht freigeschaltet. Wir kommen noch nicht an das letzte Foto ran. Okay, dann müssen wir erstmal doch zum Kuhn. Nein, vorher nach Hause. So ein Mist aber auch. Ich dachte, dass wir den Auftrag dann direkt fertig kriegen. Kuhn & Friends, Craigs Haus... Carmens Haus, Butters Haus, Stans Haus.
Der DJ des Peppermint Hippo ist durch die Emo. Wir sehen uns. Ich hasse es, wenn das so kurz nur zu sehen ist. So, zum Kuhn gehen wir. Dann als nächstes. Wir müssen schon mal den Auftrag markieren. Aber vorher gucken wir natürlich, was wir jetzt in der Spielzeugkiste haben. Hi Dad. Hast du nicht einen wunderschönen Einhornsohn? Stürmische Zottel. Greiftasche für Objekte. Schrott 310. Oh. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? $66. Don't forget. Kann ich nicht entziffern. Damit lässt sich Token spinnt. Ah. Kuhn, du musst noch mal eben warten. Oh, hey, Schatz. Was für eine Nacht, oder? Ja, was für eine Nacht. Und ich ahne schon, was beim Kuhn als nächstes kommt. Wahrscheinlich wieder eine neue, unsinnige Origin-Story. Wohin deswegs? Nochmal zur Schule, bitte. Wir sehen uns. Einmal in die Schule. Entschuldigung, Token, aber ich glaube, ich kann das besser gebrauchen, was du da im Spind versteckt hast. Du hast Kohle, ich nicht. Tupperdosis MK1 Anzugrezept, Tupperdosis MK1. Ah, der Mark One. Iron Man's Mark One. Oh, hat was, aber ich finde unseren Anzug irgendwie besser. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Ja. Sind ja nur noch ein paar Tage. Bis Weihnachten und Weihnachtsferien. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin schneller. Kommen dir Zweifel wegen der Wahl deines Geschlechts? Bis denne. Bis denne, Jimmy. So, Cartmans Haus. Kuhn, wir kommen in deine Basis in der nächsten Folge. Bis dahin.